Eine Duisburger Faninitiative hatte am Dienstagabend zu einer Fandemo aufgerufen. Die Resonanz war überwältigend. Rund 5.500 Fußballfans waren nach Duisburg gekommen, um für den angeschlagenen MSV Flagge zu zeigen. Vor einer Woche hatte die DFL bekannt gegeben, dass der Traditionsverein keine Lizenz für die zweite Liga bekommen wird. Die Hoffnung, dass das Bundesliga-Gründungsmitglied doch im Profifußball verbleiben kann, ist gering. Umso größer ist jedoch die Solidarität. Nicht nur Anhänger der Zebras, sondern auch viele Fans der benachbarten Vereine hatten sich dem langen Zug, der vom Hauptbahnhof zur MSV-Arena pilgerte, angeschlossen. Am Stadion angekommen, wandte sich Ex-MSV-Profi Joachim Hopp mit einem flammenden Appell an die Menge. Erstmal möchte ich mich bedanken bei unseren Nachbarn, ob Dortmund, Schalke, Essen und so weiter. Das zeigt, dass Menschheit zusammenschweigt. Das kam mir vor wie in den Film 300 Krieger. Bitte, wir haben 480.000 Einwohner. Wir müssen 480.000 Krieger werden plus X für unser MSV-Wissen. Auch der Vorstandsvorsitzende Udo Kirmse stellte sich den Fans. Wie es mit dem MSV nun weitergeht, vermochte er aber nicht zu sagen. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, solche Aktionen wie die heute sind sensationell. Ich bin stolz darauf, Duisburger zu sein. Ich bin stolz darauf, MSV-Fan zu sein. Ihr zeigt, was geht im Ruhrgebiet. Ihr zeigt, was in Duisburg geht. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und wir werden kämpfen. Wir werden alles versuchen, die Liga zu erhalten. Wir werden wirklich alles dran setzen. Und wir werden auch Alternativkonzepte erarbeiten. Aber zumindest für uns steht klar vorne im Vordergrund, dass wir die Liga erhalten. Das könnt ihr wirklich so mitnehmen. Bitte glaubt uns, wir arbeiten daran. Comedian Markus Krebs war von der Aktion ebenfalls begeistert. Er hofft auf einen Neuanfang. Ich wünsche mir natürlich, dass wir die Lizenz nicht entzogen kriegen, das glaube ich aber nicht. So, die Karten werden neu gemischt und werden viele Namen, die wir alle nicht mehr hören können, nicht mehr damit zu tun haben. Wir werden uns neu aufstellen. Ich hoffe mit Bernhard Dietz an der Spitze, weil das ist wenigstens jemand, der mit dem Herzen dabei ist. Die können mich für alles holen, was beim MSV. Wenn meine Zeit zulässt, ich bin sofort dabei und ich hoffe, dass ich da auch helfen kann. Und dann bauen wir uns halt eben wieder von unten auf, so wie wir das schon mal gemacht haben. Und werden irgendwann wieder in der Bundesliga sein. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Farbe bekannte auch der Oberbürgermeister der Stadt, Sören Link, der den Fans mit seinen Worten Mut machte. Danke, liebe MSV-Fans, liebe Duisburger, Dortmunder, Essener, Mörser, Essener. Oberhausener, Mülheimer, Düsseldorfer, Kölner, Schalke auch. Danke an alle, die hier sind heute und ein Zeichen setzen dafür, dass der MSV weiterlebt und weiterleben will. Und dieser Fußmarsch, der war was ganz Tolles. Am Anfang haben einige gerufen, das ist ein Beerdigungsmarsch. Jeder, der mitgelaufen ist, der hat gesehen und hat gehört, das ist alles andere als ein Beerdigungsmarsch. Hier sitzen Tausende. Hier stehen Tausende, die für den MSV Flagge zeigen. Und ich kann euch als Oberbürgermeister, als Bürger und als Fan sagen, ich bin stolz auf euch. Liebe MSV-Fans und liebe Unterstützer, ich habe als Oberbürgermeister eine Bitte. Nein, eigentlich sind es zwei. Als Mittwochabend diese Hiobsbotschaft kam und Achim Hopp hat es ja gerade wirklich toll auf den Punkt gebracht. Als diese Hiobsbotschaft kam, da sind einige zum Stadion gestürmt und einige haben Scheiße gebaut. Leute, so nicht, so wie heute muss es ausgehen von Duisburg. So wie heute. Und die zweite Bitte. Lasst uns jetzt nicht nach Schuldigen suchen, so verlockend das ist. Lasst uns jetzt nicht nach Schuldigen suchen. Lasst uns jetzt nicht fragen, wer Verantwortung trägt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Lizenzierungsverfahren erfolgreich ist. Jetzt müssen wir das Schiedsrichterverfahren erfolgreich beschreiben. Darum geht es. Und danach können wir uns um die Verantwortung kümmern. Und danach können wir uns darum kümmern, wie es weitergeht.
Und eins ist völlig klar, ob Liga 2, 3 oder 4. Es geht weiter in Duisburg, es geht weiter mit dem ÖSV, mit unserem Verein. Schwarz-Weiß-Blau, unser Club, der MSV. Und wir stehen für euch immer hier. Wir zwischen Rhein und Ruhr, wer liegt der Steine nur? MSV, unser Club im Revier. Die Sportzeitung.